steht kurz vor dem Durchbruch. Ich habe ein Angebot für euch. Kommt her. Mhm, hier sind Anwerber der Inquestur. Das heißt, die wollen uns unsere jungen Asura-Kollegen wegwerben. Ja, Lust auf einen kleinen Kampf? Komm her! Also der Nekromant, jetzt auf den ersten Eindruck, gefällt mir soweit ganz gut. Ich finde es praktisch, dass sie mit Zuständen hier arbeiten und nicht nur auf reinen Schaden gehen. Ich ergebe mich. Beeinflussbarer Nachwuchs, was haben wir hier? So. Da haben wir noch einen Anwerber. Braves Monstrum. Macht ohne Gleichen, aha. Die gebe ich dir mal, die zeige ich dir mal. So, noch einen oder zwei? Okay, wir haben den ersten Auftrag abgeschlossen und sollen jetzt nochmal einen Blick in unseren Posteingang werfen. Wir haben zwei Nachrichten. Eine 1+ haben wir bekommen. Akademische Grüße von Professor Garf. Das ist okay. Und der Snuff-Preis wartet. Wenn ihr eure altruistischen 5 Minuten hinter euch habt, wir brauchen euch für den Snuff-Preis. Das Kolleg der Dynamik verlässt sich darauf, dass unser kleiner, lauter, unbesiegbarer Golem, der Klug, gewinnt. Bei unserer Vorführung fällt den Juroren das Hirn aus dem Schädel vor Erstaunen. Aber nur, wenn ihr eurer Crew zum Sieg verhelft. Wir sind am Platz der Kämpfe. Worauf wartet ihr? Her mit euch. Honk, Genie. Das machen wir jetzt auch. So, wo müssen wir hin? Vermutlich wieder zurück. Ah, hier an diese Stelle. Ein bisschen Zeit haben wir noch für die erste Folge. Ich habe mir überlegt, dass ich immer Doppelfolgen mache, weil natürlich Guild Wars 2 extrem komplex ist und ich momentan nur 15 Minuten hochladen kann und ich schätze mal, da kann man nicht viel reißen. Also werde ich immer so halbe Stunde Häppchen machen. Und ja, da denke ich, wird er noch hier gut reinpassen. Wir müssen jetzt hier unsere Geschichte, unsere persönliche Geschichte fortsetzen, in Snuffs Fußstapfen und empfohlen wird es ab Stufe 3. Aber ich schätze mal, mit dem Blutunhold wird das kein Problem sein. So, neue Instanz. Da ist auch schon Honk. Honk. Und jetzt, mein kleiner langohriger Cherub? Funktioniert es? Nö. Und denkt euch schönere Kosenamen aus. Cherubim sind fette Menschenbabys mit Stummelflügeln. Weiß ich, Hasi. Ich wusste nur nicht, dass ihr es wisst. Die Zeit ist fast um. Wenn ihr nicht bald etwas vorführt, seid ihr disqualifiziert. Oh, nicht gut. Wir sollten Ronk ansprechen. Ein Chaos. Unser Klug streikt und die Preisrichter warten schon. Im Labor hat er noch einwandfrei funktioniert. Ich weiß nicht mehr weiter.
Der beste Pilot und das beste Pilot-Golem-Interface nutzen nichts, wenn er bloß da rumsteht. Ich war sicher, wir würden gewinnen. Snuff war schließlich Golemant. Lasst mich mal sehen. Die Baupläne dieses Schätzchens sind praktisch in meine Augenlider tätowiert. Jedes Mal, wenn ich blinzle, sehe ich einen Teil davon. Da haben wir euer Problem. Jemand hat vergessen, dem Klug die Kondensatoren einzubauen. Die Wartung ist eure Aufgabe, Cass. Ich bin die Pilotin. Gut, dass ich euch so sehr liebe. Denn ich liebe euch jedes Mal ein bisschen weniger, wenn euer Matschchen uns reinreitet. Ich liebe euch auch, meine lieblich klingende Honigviper. Aber ich habe die Kondensatoren eingebaut. Jemand muss sie geklaut haben, denn ich würde sowas nie vergessen. Nicht nach eurer letzten lustigen Standpauke. Bezirzt euch gefälligst in eurer Freizeit. Wir müssen die Kondensatoren im Lagerraum des Hydron-Labors vergessen haben. Los, geht sie sofort holen! Habe ich schon von Snuff gehört. Ich weiß bloß nicht, warum man dem einen Preis widmet. Okay, dann mal schnell, schnell auf ins Labor. Weil er eines der größten Genies war, die es je gab, ihr hohlbirniger Homunculus. Er hat die Golemantik revolutioniert. Er hat so brillante Wege gefunden, dass die meisten Leute seine Fußstapfen nicht mal... Hey, stehen bleiben, ihr feigen Holzköpfe. Das sind unsere Sachen. Waren eure Sachen. Jetzt sind's unsere. Aber ihr kriegt eine schöne Tracht Prügel als Entschädigung. Ach ja? Du kämpfst wie eine Kuh. So. Die Inquestur steht wieder mal dahinter. Oh, die machen ganz schön Schaden. Du meine Güte, ist doch besser, wenn ich Level 3 gewesen wäre. Autsch. Und da haben wir es schon. Mal gucken, ob wir das schaffen, den einen zumindest noch mitzunehmen. Ah, das schaffen wir. Jawohl, ja. Super. So, auf zum nächsten. Ihr schafft mich nicht. So, und den letzten. Also der Blutunhold ist wirklich sehr gut. Zum einen lenkt er natürlich ab und zum anderen stellt er meine Lebenspunkte wieder her. Das ist schon sehr praktisch. Da sind die Vorräte. Und zurück. Genug jetzt mit den Feindseligkeiten. Also, was ist hier los? Diese Inquestur-Memmen haben sich in unseren Arbeitsbereich geschlichen. Unseren kleinen, lauten, unbesiegbaren Golem sabotiert und unsere Ausrüstung gestohlen. Üble Nachrede und Verleumdung. Wir wurden als Berater für einen Snuff-Preisbeitrag gerufen und als wir kamen, wurden wir angegriffen. Ja, ja. Nur die Ruhe. Wir sind ja alle aufgeregt, wenn es um einen Preis geht. Tief durchatmen, bis 10 zählen und zurück an die Arbeit. Nichts passiert, oder? Nichts passiert? Die haben unseren Platz verwüstet. Und unseren Klug. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Im Namen des Arkanen Rates schlage ich vor, ihr legt Beschwerde ein. Nach dem Wettbewerb. Und jetzt ab mit euch. Okay. Dann gehen wir mal mit den Kondensatoren wieder zurück und geben sie Cass, unserem Crewmitglied. Ich wollte mich der Inquestur anschließen. Die lassen ihren Fortschritt nie von Moral behindern. Ihr habt die Teile. Ich verbaue die sie. Die nehmen euch dann nie. Können wir los. Ihr wisst, was Moral bedeutet. Excelsior. Gut, ihr habt's repariert. Jetzt können wir mit unserem neuen Golem-Pilot-Interface... Cooles angeben. Ding. Nicht so auffällig wie manche anderen Beiträge, aber revolutionär. Der Snuff-Preis gehört uns. Nur wenn wir uns beeilen. Die warten schon, also raus mit euch. Zeigt unser Werk vor.
Zur Seite. Wir haben einen Preis zu gewinnen. Tada! Ein Evolutionssprung der Golem-Pilot-Interface-Technik. Der kleine, laute, unbesiegbare Golems. Die biomagische Psi-Geistesbrücke funktioniert störungsfrei in beide Richtungen. Unsere Pilotin braucht nicht mal ihre Hände. Sie denkt und der Golem reagiert. Weiß ich nicht. Keine mühsame Ausbildung mehr, kein stundenlanges Üben. Reinspringen, denken und los. Hoppla. Beeindruckend. Wie habt ihr das Feedback-Problem gelöst? Jedes Mal, wenn ich was Ähnliches probierte, gab's geröstetes Pilotenhirn. Unser Durchbruch in der Golem-Schnittstellendämpfung bewahrt den Geist des Nutzers vor Schmerz. Tja, nicht ganz so ein Hingucker wie Theos Ratzkreisel, aber euer KLUG ist sehr beeindruckt. Ich habe genug gesehen, Ratsmitglied. Unsere Wahl ist klar. Die Erfindung, die Snuffs Vermächtnis am ehesten gerecht wird, ist der Klug vom Kolleg der Dynamik. Ich schließe mich an. Nahtlose Verschmelzung von Maschine und Benutzer galt stets als unerreichbares Ziel. Bis jetzt. Bravourös. Soweit ich weiß, hatte bis jetzt nur die Inquestur Erfolg. Und die misshandeln Lebewesen, um ihre Ziele zu erreichen. Für uns war das bis jetzt die schwierigste Herausforderung. Und wir dürfen ohne Übertreibung sagen, dass unsere Arbeit einen Quantensprung in der Golemantie darstellt. Deshalb freue ich mich, im Namen der Juroren den Snuff-Preis Horongs Crew übergeben zu dürfen. Lasst uns! Ewige Alchemie, was macht das Ding denn nun schon wieder? Ach nö. Frank, wir haben ein Problem. Das stimmt da drinnen ganz und gar nicht. Doktor, was ist los? Es macht, was es will. Nicht es. Fehlfunktion. Ich meine, Fehler. Menno, was passiert mit mir? Gewonnen hat also ein durchgeknallter Golem, der Ratsmitglieder niedermetzelt. Naja, wenn wir alle potenziell tödlichen Beiträge disqualifizieren würden, blieben keine Teilnehmer mehr übrig. Aber der Klug wurde sabotiert. Unser Beitrag wurde manipuliert. Ich weiß nicht warum, aber die Inquestur... Moment, Moment. Jedes Mal, wenn eine Blechkiste ausrastet, wird die Inquestur der Sabotage bezichtigt. Jetzt reicht's mir aber. Ihr habt gerade den Snuff-Preis abgestaubt. Gewinnt etwas würdevoller. Statt Sündenböcke für eure Unzulänglichkeiten zu suchen, solltet ihr lieber diesen Amok-Golem finden und auseinandernehmen, der wegen euch frei herumläuft. Und wenn ihr schon dabei seid, würde ich ihn liebend gern untersuchen. Beeindruckende Arbeit. Bis zu dem Punkt, an dem er begann, wahllos Sachen zu zerdeppern. Das wird in Kürze korrigiert. Zurück ins Labor, Crew. Von dort aus können wir den Klug aufspüren und mit etwas Glück aufhalten, bevor er ernsthaften Schaden anrichtet. So. Charaktergeschichte insoweit abgeschlossen. Wir bekommen eine Belohnung. Und wir nehmen mal... Wir nehmen mal die Stoffhandschuhe, um auf Kraft zu kommen. Das lief ziemlich gut. Rüsten diese gleich aus. Und an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen von Guild Wars 2. Es gibt natürlich noch sehr viel zu entdecken und sehr viel zu erforschen. Ich kann mich nur jetzt von euch verabschieden und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.